Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war eine 5 und keine 3 und oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung. Ich bin die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Zahlen am Aufschreiben gewesen, ey. Oh mein Gott. Ich hab den Hebel an der Seite gesehen. Ich hab mich an die Map erinnert und dachte, ihr müsst irgendwo ein Hebel sein. Ich bin definitiv oben. Unten. Die Treppe muss irgendwie nach unten. Ich muss irgendwie und oh mein Gott. Und da war ein Hebel. Und jetzt hatte ich wirklich Glück. Hätte ich den Hebel nicht gesehen, hätte ich das alles mal von vorne machen müssen. Okay. Ja, jetzt können wir die Türen aufmachen. Okay, warte. Jetzt kann ich aber auch den Gemini-Key holen, tatsächlich. Jetzt kann ich den Gemini-Key holen. Warte mal, kann ich den holen? Ja doch, ich kann ihn holen. Ist der jetzt hier irgendwo, der Typ? Warte, Save Point. Da vorne die Tür. Okay, alles klar. Komm, machen wir jetzt. Los geht's. Boah, ey. Alter, das hat mich jetzt richtig fertig gemacht. Aber wie lange ich es dafür gebraucht habe. Ich fing immer mit der 9 an. Und ich wusste nie, ob es eine 9 oder eine scheiß 6 ist. Sag mal auf jetzt hier, die Scheiße, Mann. Ach, endlich. Kurz einladen. Hebel. Ist hier nichts? Okay, Hebel. Hebel. Okay, jetzt haben wir einen Fortschritt. Ich mache lieber die Taschenlampe an. Ich mache die tatsächlich viel zu selten an. Oh, ich wusste es einfach. Oh mein Gott, es passt einfach zu gut. Oh mein Herz. Ja! Ja! Ohne Scheiß zu dem Spiel kannst du keine komplette. Ich kann nicht mehr reden. Komplette Lösung schreiben. Ich hab's mir einfach so gedacht. Ach so, er ist das! Eine Gemini-Tür? Hier ist der Raum mit den... Ah, guck mal. Da sind wir wieder. Hallo? Hallo, Speicherpunkt. Okay. Gemini. Ich sehe ein paar Gs auf der Map. Wir haben ein paar Gs. Aufzumachen. Und einer müsste bei mir in der Nähe sein. Okay. Map mache ich fürs erste weg. Ich weiß nicht, so halbwegs. Ich weiß so immer noch nicht, ob wir unten noch Türen haben, die ich noch nicht aufgemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Notizzettel brauche ich aber. Und hier brauche ich nämlich die andere Seite. Oh mein Gott, ey. Willst du mich verarschen? Schön. Oh mein Gott, ich habe ja noch eine Statue gefunden. Moment. Okay, ich gehe nochmal speichern. Ich habe eine Statue gefunden, ne? Das heißt, eine brauchen wir noch und dann brauchen wir diesen Pointer. Irgendwie. Ja, ey. Komm, 8 Stunden spiele ich jetzt. Geile Scheiße, ey. 8 Stunden mit ein bisschen Pause ab und zu. Dann bin ich mal was essen, was trinken gegangen. Obwohl, meiste Zeit habe ich da das Spiel... Nee, ich habe das Spiel gar nicht ausgemacht. Ich schätze mal so, wir spielen so... 5 Stunden ungefähr. Ganz grob. Grob. Na, hier ist ein Ei.
so, warte mal. Ja, wir sitzen nicht gerne und in so einem Raum und guckt sich die Uhren an. Oh, Batterie nehme ich mit. Kein Map mehr, jetzt kann ich auch nicht nachgucken. Scheiße. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt in den Raum machen muss. Und ich schätze mal, sie ist da random gespawnt. Heißt. Wow. Oder hier habe ich Wasser. Ich muss eh mal warten, bis sie weg ist. Ah, die Frage ist. Ne, komm. Wie viele Räume hat das Haus noch? Ich fände es voll geil, wenn wir tatsächlich in so einen eingezäunten, ne, damit das schon begrenzt ist, in so einen eingezäunten Bereich des Gartens oder so kommen. Das wäre cool. Ey, wir waren wegen Robert hier, was? Ich muss gerade überlegen, warum sind wir überhaupt hier? Ich hab. Oh, Entschuldigung. Robert Taylor, das. Sind es Robert und Taylor? Waren da noch mehr von unserer Gruppe? Das war so eine Gruppe, ne? So eine, ja, das ist unsere Gang. Also, Gemini Key was found. Hacksaw was found. Es gibt noch einen Raum. Also erstmal gehe ich jetzt zurück zum Uhrenraum. Und da war da noch ein Raum mit... Ich glaube, unten die Doppeltüren. Ich glaube, unten die Doppeltüren, die konnte ich auch jetzt aufmachen. Okay. Schauen wir mal ganz kurz auf, damit ich das nicht vergesse. Doppeltüren. So. Falls jetzt irgendwie ein Erdbeben kommt und ich kann nicht weiter aufnehmen, muss schnell auf Pause drücken, dass ich dann später weiß, ja, da musst du machen. Ich bin bescheuert, tut mir leid. Gemini auf dem Arsch. Auf dem Wecker meine ich. Gemini auf dem Wecker, yeah. This is Uhrenraum. Uhrenraum is great. We love the Uhrenraum. The. In the Uhrenraum, something is very wrong. Oh mein Gott, okay, hallo. Okay, ich verstehe. Ich darf nicht in deinen Kreis reingehen, ja? Alles klar. Das heißt, es ist okay, wenn ich hier gucke, ne? Das ist okay, ne? Ja? Das ist okay, ne? Alles cool. Alles cool? Okay, ganz kurz. Wenn du schon mal da sitzt, ne? Hast du eine Idee, was ich hier machen müsste, irgendwie? Kann ich die Schubladen aufmachen? Nein. Ist es denn auch okay eigentlich, wenn ich den Raum verlasse oder so? Ja, ich glaube, da vorne ist ein Zettel. Einen Moment. Ganz kurz. Ich mache mich nicht so breit. Ich bin da nicht rein. Aber... Hä? Okay, gedrückt noch ganz schnell. Ja, okay, komm. Okay. Die könnte ich also durch die Map fallen lassen. Nicht so geil. Ja, okay, vielleicht hätte ich jetzt einfach den Raum verlassen. Das ist so simpel. Einfach den Raum verlassen? Hä? Ist so. Naja, die war ja noch hier, okay, die Olle. Das war jetzt sehr interessant. Hat das mit der Ecke zu tun gehabt, bei der ich gerade war? Oh,
In jedem Raum gibt es doch voll die Überraschung, ey. Ach ja, schön, dass sie auch noch unterwegs ist. Wo kommt der denn? Oh, was ist das da? Bei den Obers machen. Mal die ganzen Ohren an. Ja, natürlich. Okay. Ja. Gut, ich verstehe. Ich muss die Ohren auf irgendwas stellen. Keine Ahnung, auf was. Ich mach einfach mal 12. Hat der mir irgendwie einen Hinweis für mich? Der guckt auf die Uhr. Ich kann die nur auf 12 oder 6 stellen. Oh nein. Nee. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was ich machen muss. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Und ich finde es doof, dass man Zwischensequenzen nicht irgendwie skippen kann. Mein Herz hier dauerhaft, ne? Da darf es keiner erzählen. Ich war heute nämlich ganz lange auch tatsächlich. Aber war auch viel Sucherei dabei und viel, was ich halt rausschneiden muss. Okay, guck dir den Raum genau an. Du brauchst eine Uhrzeit. Du brauchst eine Uhrzeit. Eine richtig schöne. Eine richtig schöne, knackige Uhrzeit. Also eine richtig geile, geile Uhrzeit. Basilikum. Okay, konzentrier dich. Du hast 4 Uhren. Du kannst die beide nur auf 0 und... Was ist hier los? Weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Mann! Nicht schon wieder so ein blödes Rätsel, Mann! Ich glaube, ich jetzt irgendwie eine Notiz oder sowas finden würde. Irgendwas. Ah, wenn ich die auf... Ah, oh, warte mal, warte mal. Scheiße, ey. Ich hab keine Ahnung. Das wird wieder etwas dauern. Bis das hier oben drin ist. Ich schneide mal. Nein. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich weiß nicht, das war schön. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Das
Deswegen werde ich jetzt einfach mal Try and Error irgendwie machen. Es sind ja nur 4 Uhren. Irgendwas muss ja da richtig sein. Deswegen gucke ich mal. Ich glaube, die müssen einfach alle auf 12 Uhr stehen. Oder alle auf die gleiche Uhrzeit. Keine Ahnung. Deswegen werde ich jetzt mal mutig, wie ich bin, hier einfach rausgehen, obwohl die Olle noch hier rumgurkt. Werd ihr mein Po zeigen? Guck mal mein Po an! Bin weg! Schlampe, Bitch! Ich mach das hier mal wieder zu. Und dann mach ich das wieder auf. Upsala. So. Und noch alle dabei? Jetzt, wir müssen alle wach werden jetzt. Also 6 Uhr, 6 Uhr, 6... 12 Uhr. 12 Uhr? Kollege? 6 Uhr? Und immer noch 6 Uhr. Hä? 6 Uhr und 6 Uhr. Okay, dann 12 Uhr. Bitte 12 Uhr? Hä? Das war schon 12 Uhr, das ist sehr schön. Ah, die bewegen sich mit. Ah, warte mal. Der hier hat 12. Der hier hat jetzt auch 12. Ah! Okay. Ach, sowas ist das. Toll, jetzt habe ich sogar gecheckt. Hau rein! Kennst du Speichern? Ja? Nee? Ich zeig dir jetzt, was Speichern ist. Ich zeig dir, was ein richtiger Speicher ist. Also die erste musste ich zuerst drehen. So verstehe ich das jetzt. Die zweite auf der linken Seite, wenn ich die gedreht habe, hat sich die erste halb wieder mitgedreht. Also so ein Rätsel war das einfach nur. Ja, toll. Muss ich erst mal wissen, ey. Kann man vielleicht, wenn man das mal richtig beobachtet. Pan? Ich habe mich gerade selber angespuckt, Entschuldigung. Okay. Okay. Hä? Warte mal, jetzt haben wir doch sogar alle, ne? Jetzt brauche ich nur noch den Pointer. Ich brauche den Pointer. Okay. Und wir kennen's ja nicht anders. Ich werde natürlich jetzt wieder speichern. Jeden kleinen Fizzle speichern. Und dann überlegen. Ein Pointer. Ich habe noch eine Tür. Tatsächlich steht auf der Karte, wo der Pointer ist. Ich habe aber nicht geguckt. Ich weiß es tatsächlich nicht, wo der Kackpointer ist. Ich muss jetzt gerade nur überlegen, wo noch so eine Gimini-Tür ist, weil ich meine... Ah, warte. Wer noch jetzt die Hexer? Hexer in the house. Hexer. Hexer. Huckleberry Finn. Oh. Ja, komm, chill, chill. Ich hoffe, ich hab... Oder hier? War das hier? Wofür brauche ich jetzt die Crowbar? Hierfür brauche ich die Crowbar, ne? Ja. You need a crowbar, okay. You need a crowbar, Roswitha! You need a crowbar! Roswitha! A crowbar! Roswitha, you need a crowbar! Yeah. Da steht jemand. Jetzt wollte ich schon nicht hier rein. Ich mach so und dann mache ich so und dann gehe ich hier noch rein. Roswitha braucht eine Crowbar. A crowbar, meine ich. Okay. Ah, gefällt mir nicht so gut. Ah, ich hoffe, das ist nur Wachs. Nein, das ist definitiv kein Wachs. Hallo? Guten Tag? Okay, komm. Oh mein Gott. Was kommt denn jetzt? Oh mein Gott. Out. Oh ne, warte mal, das ist nicht gut. Ich dachte, da steht eine Nummer. Out. Nein. Okay.
Wenn dir jemand sagt, dass du abhauen sollst, dann solltest du drauf hören. Oder einmal hier kurz um die Ecke gucken. Out. Warte mal, ich kann da lang. Ich kann da lang. Ich gehe sofort out. Lass mich ganz kurz gucken, ob ich hier... Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Okay. Meine Nase juckt. Oh Gott. Ist das, was ich denke? Ja, ist das, was ich denke. Diese Schränke, ne? Eier! Okay, Eier. Komm, was ist los hier? Was ist das? Get out. Chance? Eine Chance? Bitte? Hallo? Also das Vieh, das ist jetzt nicht so das Fährste, kann man das so sagen? Okay. Es ist nur Bescheid, jetzt ist nur Bescheid. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich hole jetzt dieses Weecharding. Und dann habe ich bestimmt schon die Hälfte des Spiels hinter mir. Oh mein Gott, es fühlt sich an wie... Ich weiß nicht. Ja, eine Ewigkeit.